Ich meine, ja, wir müssen uns die Erziehung und Bildung unserer Kinder, und da fängt es bei den Kleinsten an, auch etwas kosten lassen. Und wir bekommen diese Mittel und davon profitiert auch Thüringen. Und ja, wir mussten überlegen, wie wir diese Mittel einsetzen. Und wir waren uns schnell einig, dass es auf der einen Seite um die Verbesserung der Qualität in unseren Kindereinrichtungen gehen muss. Da geht es um Personal, da geht es um die Verbesserung der Betreuungsschlüsse. Da geht es darum, dass wir das fortsetzen, was wir konsequent im Jahr 2017 begonnen haben, nämlich die Betreuungsschlüsse zu verbessern. Zunächst waren es die 3- bis 4-Jährigen, die davon profitiert haben. Jetzt sollen es auch die 4- bis 5-Jährigen sein, wo eine Erzieherin eben künftig nicht mehr 16 Kinder in einer Gruppe, sondern 14 Kinder betreut. Es gibt eine sozusagen prozentuale Pauschale für Ausgleichszeiten für Vertretungen im Krankheits- oder im Urlaubsfall. Diese erhöhen wir um 3%, weil es eben nicht ausreicht, nur den Betreuungsschlüssel zu verbessern, sondern auch sicherzustellen, dass die Erzieherinnen mehr Zeit haben, dass sie mehr Zeit haben für Vor- und Nachbereitung, dass sie mehr Zeit haben für Vertretung, und auch dem kommen wir nach. Wenn wir über individuelle Förderung reden, dann brauchen wir für Kinder mit besonderen Bedarfen auch besondere Professionen, die auch in den Einrichtungen selbstverständlich zum Tragen kommen. Und wir meinen, wir gehen da einen guten Schritt. Das kostet uns 7 Millionen Euro im Jahr, aber das ist gut investiertes Geld, weil wir alle wissen, dass sich Inklusion eben nicht sozusagen zum Nulltarif umsetzen lässt. Dem tragen wir Rechnung. Wir haben mit der Beitragsfreiheit im Vorschuljahr und künftig in einem weiteren Jahr tatsächlich eine Entlastung der Familien im Blick, die sich natürlich auch im Portemonnaie sozusagen niederschlägt.